Es wird intensiv diskutiert und ein weites Feld an Themen besprochen. Unter anderem auch das Thema Wald, Waldschutz, Waldwirtschaft. Dazu gibt es Anträge aus allen Fraktionen zu diesem Bereich. Das ist auch kein Wunder, denn es ist ja auch ein ziemlich breites Thema, was da unter die Lupe genommen wird. Der Wald wird ja gemeinhin als Sehnsuchtsort betrachtet der Deutschen. Er wird oft romantisiert. Er ist auf der anderen Seite arg bedroht durch den Klimawandel oder durch den Borkenkäfer. Kommen ja viele Faktoren zusammen. Und das Ganze hat nun wiederum Auswirkungen auch auf die ökonomische Seite, denn die Waldschäden aus den vergangenen Jahren sind ja auch noch sehr bewusst, was dann wiederum, wie gesagt, Auswirkungen hat auf Waldbesitzer in unterschiedlichsten Größenordnungen. Deswegen wollen wir dieses Thema besprechen, das man natürlich nicht loslösen kann vom Thema Klima. Ich freue mich, dass zwei Gesprächspartner da sind, die sich mit den Feldern auskennen. Dirk Wiese ist da, forstpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Koordinator für den ländlichen Raum ist er auch noch. Und Carsten Hilse ist bei uns, der umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Ich habe gerade schon so ein paar Punkte angesprochen zum Thema Wald, wie der gesehen wird, welche Bedeutung er hat, unter welchen Aspekten er gesehen werden kann. Was ist aus Ihrer Sicht die zentrale Bedeutung des Waldes heutzutage? Der Wald hat eine hohe Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Und viele Menschen machen sich momentan Sorgen über die klimatischen Veränderungen, die wir gerade im Wald sehen, verstärkt durch die Borkenkäferkalamität, die wir haben. Und für uns ist es wichtig, diese Sorgen und Nöte auch der Waldbesitzer, der Waldeigentümer aufzugreifen und jetzt ungefähr mit 1 Milliarde Hilfsgelder zu unterstützen, dass wir das Wald, das Schadholz aus dem Wald herausbekommen, dass wir Lagerkapazitäten für das Holz schaffen und dass wir auch die Wiederaufforstung wieder angehen, das heißt den Waldumbau hin zu klimaresistenteren Wäldern. Ganz kurz nochmal nachgefragt. Zentraler Punkt. Ökonomischer oder ökologischer Aspekt? Man muss beides zusammendenken. Der Gedanke der Nachhaltigkeit ist in der Forstwirtschaft entstanden. Es wird in Generationen gedacht, es wird nur so viel Holz immer schon über die Jahrhunderte aus dem Wald herausgeholt, wie auch genutzt wird. Diesen Gedanken wollen wir weitergehen. Aber jetzt ist die Frage, welche Baumarten können das vor den klimatischen Veränderungen machen? Da muss man Laubholz nehmen, aber auch Nadelholz nehmen. Und diesen Gedanken muss man letztendlich forcieren. Also Ökologie und Ökonomie zusammendenken im Wald. Dieselbe Frage auch an Sie, Herr Hilse. Was ist der zentrale Punkt aus Ihrer Sicht, was den Wald angeht? Der Wald ist natürlich, so wie Sie gesagt haben, ein Sehnsuchtsort. Also es ist ein Ort, an dem sich die Bürger erholen, wo sie Pilze sammeln, wo sie unter Umständen vielleicht auch mal ein Wildtier sehen. Und deswegen müssen wir diesen Wald natürlich erhalten, erstens, so wie er ist. Und zweitens natürlich die Waldbesitzer finanziell unterstützen, weil es ja doch einige Schäden in den letzten Jahren gegeben hat. Natürlich müssen wir den Wald auch an den Klimawandel anpassen. Also das heißt, wir müssen Baumarten unter Umständen pflanzen, die letztendlich resistent gegen diese Klimaschwankungen, die wir sehen, letztendlich auch sind. Ich habe schon gesagt, Anträge aus allen Fraktionen da. Vielleicht, Sie haben es teilweise schon angesprochen, alle beide. Vielleicht gucken wir mal auf die jeweils Ihren. Vielleicht sagen Sie, was ist der zentrale Punkt in dem Antrag, den die Koalition heute vorlegt? Drei zentrale Punkte. Auf der einen Seite, dass wir das Holz, das Schadholz jetzt aus dem Wald herausbekommen, um sozusagen Vorsorge zu tragen, dass wir nicht auch im nächsten Jahr vor entsprechenden Schadholzmengen stehen. Der zweite Punkt ist letztendlich, dass wir die Wiederaufforstung stärken, dass Waldeigentümer nicht die Lust am Wald verlieren, weil sie momentan es einfach sich nicht ökonomisch rechnet, überhaupt noch Wald zu nutzen. Früher war der Wald das Sparbuch sozusagen der Leute im ländlichen Raum, wenn mal schlechte Zeiten gewesen sind. Da müssen wir wieder hinkommen. Also, dass die Leute nicht die Lust am Wald verlieren und sie finanziell zu unterstützen. Und der dritte Punkt ist, die Wertschöpfungskette Holz zu stärken. Und darum müssen wir massiv in das Bauen mit Holz investieren, das Bauen mit Holz attraktiver machen. Hier müssen auch gesetzliche Rahmenbedingungen geändert werden, um sozusagen den CO2-Speicher Holz auch viel länger in der Nutzungskaskade vorzuhalten. Was sind Ihre zentralen Punkte? Wenn man sich auf die Titel guckt, der Anträge auch bei der AfD, auch der Koalition, ist der Unterschied nicht so richtig groß? Der Unterschied ist nicht allzu groß, das stimmt. Wir legen ein Hauptaugenmerk vor allen Dingen auf die kleineren Waldbesitzer. Wir sagen auch, dass es unter Umständen da umgedacht werden muss, anstatt Großsägewerke, sondern schon wieder etwas kleinteiliger, kleinere Unternehmen. Und vor allen Dingen, dass die Waldbesitzer, die mit Holz handeln, jetzt nicht zu große finanzielle Einbußen haben. Ich habe mich in der letzten Woche auch mit jemandem von der LEAG unterhalten, im Hintergrund natürlich auch. Das müssen Sie erläutern? Ja, da geht die Abkürzung, die Sie eben verwendet haben. Ach so, Entschuldigung, das ist der Nachfolger von Vattenfall, also unser Stromproduzent im Bereich. Ob man hier, die haben ja ein
ein Werk, wo also Holzschnitzel verbrannt werden. Es wird sowieso immer auch Holz verbrannt bei der Stromproduktion in der Braunkohleindustrie. Aber ob man hier quasi einen Weg findet, dass die Waldbesitzer keine zu großen finanziellen Einbußen haben, sondern dass eben das Holz dann letztendlich auch dafür verwendet wird, das Schadholz natürlich nur, um Strom zu produzieren. Also es geht hier wirklich nur um den finanziellen Ausgleich. Aber das sind nur Hintergrundgespräche gewesen, die stehen bei uns so im Antrag nicht drin. Es geht also in erster Linie, wenn ich das richtig verstanden habe, um ökonomische Aspekte. Was Sie eben gesagt haben, finde ich ein bisschen, habe ich Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Holzverbrennung gerade im Zusammenhang mit Klimawandel zur Stromproduktion scheint mir jetzt nicht so recht zusammenzupassen. Also es wird grundsätzlich, es wird auch schon jetzt Holz mit verbrannt. Es gibt also, wie gesagt, LEAG, das ist die Nachfolgerfirma von Vattenfall. Die haben ja sowieso ein Werk sozusagen, wo Holzschnitzel verbrannt werden. Und es wird auch immer wieder Holz, Müll und so weiter, Abfall dazugefügt. Ist das schlau? Naja, wenn man damit verhindert, dass die Waldbesitzer einen größeren finanziellen Schaden haben, dann ist es aus meiner Sicht legitim. Uns geht es natürlich in dem Antrag, geht es uns natürlich darum, den Wald als Erholungsort zu erhalten. Natürlich hat der Wald auch eine Wirkung auf das Klima, hat eine rein kühlende Wirkung. Ein Wald ist einfach so. Und das ist eigentlich der Inhalt unseres Antrags. Aber die kleineren Waldbesitzer zu unterstützen. Ich muss doch noch mal nachfragen, ist das schlau für die Atmosphäre, irgendwie Holz zu verbrennen? Holz wird ständig verbrannt. Also wenn Sie sich anschauen, wie viele Kamine es in Deutschland gibt, wie viel. Aus meiner Sicht ist es nicht schädlich. Gut. Das müssen wir vielleicht an anderer Stelle mal diskutieren, weil wir jetzt noch mal auf den Wald zurückgucken. In welchem Zustand ist der Wald in Deutschland, Herr Wiese? Wir haben sicherlich 2018 ein hohes Schadholzaufkommen und wir haben auch 2019 eine sehr schwierige Situation mit einer hohen Zahl an Schadholzfestmetern. Von daher ist der Wald in einer sehr herausfordernden Situation. Ich würde nicht von einer Waldkrise in der Form sprechen, wie wir es in den 80er Jahren gehabt haben. Aber wir müssen jetzt an einigen Stellen umsteuern, um den Wald nachhaltiger zu machen. Und nochmal, wir müssen monetär auch den Waldeigentümern helfen. Darum, was der Kollege der AfD gerade angesprochen hat, diese Möglichkeit, Holz sozusagen für die Stromerzeugung zu nutzen, rechnet sich momentan nicht, weil der Markt Preis eingebrochen ist, aber das, was große Stromanbieter momentan den Waldeigentümern zur Verfügung stellen, ungefähr ein Festpreis von 15 bis 20 Euro, ist nicht etwas, was sich monetär rechnet, sondern wäre ein massives Zuschussgeschäft der Waldeigentümer. Darum sind das sehr theoretische Debatten. Wir helfen jetzt mit 1 Milliarde Euro konkret und das kommt konkret bei den Waldeigentümern an. Der Koordinator für den Waldzustandsmonitor der Technischen Universität München sagt, ein Drittel der Waldflächen in Deutschland geht es extrem schlecht. Was muss getan werden, damit das besser wird? Naja, das, was eigentlich in den letzten Jahren schon passiert ist, dass der Wald umgebaut wird, dass er also von einer Monokultur sozusagen umgebaut wird, dass eben Mischwälder entstehen, weil dann die natürlich viel resistenter erstens gegenüber Schädlingen sind und natürlich auch resistenter gegenüber Extremwetter, gegenüber Stürmen und so weiter. Also das muss man machen, aber da sind wir ja eigentlich auf einem guten Weg. Und das ist auch so, wie mein Kollege schon gerade gesagt hat, wir haben zwar eine herausfordernde Situation, aber wir haben keine extreme Situation. Es ist nicht so, dass es dem Wald extrem schlecht ginge. Wir haben auch einen Zuwachs in den letzten Jahren gehabt von Waldfläche an sich. Es ist eine herausfordernde Situation, aber es ist aus meiner Sicht keine Extremsituation. Wenn die TU München sagt, ein Drittel der Waldfläche in Deutschland geht es extrem schlecht, dann stimmt das nicht? Natürlich stimmt das, aber wir haben auch schon mal sehr viel schwierigere Zahlen gehabt. Von daher ist es richtig, dass wir diese Situation erkannt haben, dass wir gemeinsam mit den Bundesländern jetzt vorangehen und diese Hilfsgelder nochmal in Höhe von 1 Milliarde Euro bereitstellen. Das ist nicht wenig, die kann helfen, aber wir müssen es jetzt auch schaffen, dass diese Gelder dann noch abgerufen werden, weil das ist die Herausforderung. Es ist gut, dass wir das Geld bereitstellen, aber jetzt müssen die Bundesländer auch die Kapazitäten vorhalten, dass das Geld auch in der Fläche ankommt. Und das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen. Es ist gut, dass wir das im Haushalt gemacht haben, dass wir das heute debattieren, aber jetzt muss das Geld in die Fläche kommen, damit es wirklich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für den Wald engagieren, die im Wald arbeiten, die den Wald bewirtschaften, auch ankommt. Sie haben vorhin schon mal das Stichwort gesagt, nachhaltige Waldwirtschaft, auch dass der Begriff Nachhaltigkeit ja aus der Waldwirtschaft kommt. Wie muss die konkret aussehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
Die größte Herausforderung für die Waldbesitzer vor Ort ist die Frage, was pflanze ich jetzt für Wald zukünftig an? Es wird mehr Mischwald geben, es wird aber auch letztendlich eine stärkere Fokussierung auf Laubholz geben. Es wird aber auch nicht ohne Nadelholz gehen, weil gerade die Holz- und Sägeindustrie braucht Nadelholz. Hier ist die Fichte gerade sehr großen Herausforderungen ausgesetzt. Möglicherweise wird sie aus dem Landschaftsbild in der Bundesrepublik vielleicht komplett verschwinden. Es gibt das Nadelholz der Douglasie, was diese Klimaschwierigkeiten in 18 und 19 sehr gut überwunden hat. Und von daher muss man den Waldeigentümern vor Ort so viel Freiraum wie möglich bei der zukünftigen Anpflanzung einräumen. Aber es wird letztendlich mehr Mischwald geben, der klimaresistenter sein muss. Und hier muss man ein hohes Maß an Flexibilität, glaube ich, den Waldeigentümern einräumen. In Ihrem Antrag, Herr Hilse, habe ich gelesen, dass Sie nachgerade eine ziemlich große Baummigration anstreben nach Deutschland. Bäume aus Süd- und aus Osteuropa, also auch Arten, die wir hier schon haben, die aber in Süd- oder Osteuropa jetzt wachsen und gedeihen, weil die offenbar schon an mehr an Trockenheit gewöhnt sind und auch an höhere Temperaturen. Dann wollen Sie aber auch, wie es wörtlich heißt, Einbringung von fremdländischen Baumarten, wie zum Beispiel Douglasie, haben wir eben gehört, Küstentanne, Schwarzkiefer, Roteiche, Tulpenbaum. Da sagen aber viele Kritiker, die führen letztlich dazu, beziehungsweise das sind Baumarten, die die Artenvielfalt eher verringern als erweitern. Ist das clever? Nun ja, also mein Kollege hat es ja gerade gesagt, dass wir den Wald umbauen müssen. Wir müssen den Wald natürlich an den stattfindenden Klimawandel anpassen. Und da ist es natürlich aus unserer Sicht wichtig, dass Baumarten verwendet werden, die quasi diese klimatischen Bedingungen, die wir vielleicht in einigen Jahren hier in Deutschland haben, an die sowieso schon angepasst sind. Also hier würden wir letztendlich keine Experimente machen, sondern wir würden etwas, was sich schon bewährt hat in anderen Ländern, in südlicheren Ländern, würden wir einfach übernehmen. Und wir sind ja nicht allzu oft mit der Koalition einer Meinung, aber hier bei diesem Waldpaket gehen wir mit der Koalition mit. Wir haben da vielleicht einige kleinere Änderungen oder andere Sachen, die wir in Vordergrund gestellt haben in unserem Antrag. Aber ansonsten sehen wir das natürlich ganz genauso und wir finden es sehr gut, also dass die Waldbesitzer in der Art und Weise unterstützt werden. Kommen wir mal ganz schnell zu einem Punkt, wo Sie garantiert unterschiedlicher Auffassung sind, nämlich zum Klimapaket, das heute abschließend nochmal abgestimmt wird. Ich habe es ja eingangs auch gesagt, was kann dieses Klimapaket auch für den Wald tun? Ich glaube, das Klimapaket ist in seiner Form, dass es drei Punkte berücksichtigt. Einmal die klimatischen Veränderungen angeht, mit Maßnahmen, mit Gesetzesänderungen, auch monetär. Dass es gleichzeitig aber auch eine wirtschaftliche Komponente mitdenkt. Und dass es gleichzeitig, und das ist unserer Sozialdemokratie wichtig, auch den sozialen Gedanken mitmacht. Dieser Dreiklang ist für uns wichtig. Wir glauben, dass das Klimapaket klar unsere Handschrift trägt und auch zum Erfolg beitragen wird. Wir sind uns froh, dass wir uns hier auch durchgesetzt haben, auch gegenüber den Grünen im Vermittlungsausschuss. Von daher werden die Gelder, die jetzt über den Energie- und Klimafonds bereitgestellt werden, die jetzt auch monetär im Wald ankommen mit der 1 Milliarde Euro, ein wichtiger Schritt, der auch dem Wald helfen wird. Herr Hilse? Nun ja, wir sagen ja schon immer, dass es, man wirft uns ja immer vor, dass wir den Klimawandel leugnen. Das tun wir natürlich nicht. Wir wissen, dass es einen Klimawandel gibt, denn es ist ein natürlicher Prozess. Also so furchtbar lange sagen Sie das noch nicht, aber... Das haben wir schon immer gesagt. Das steht auch so im Grundsatzprogramm, in unserem Grundsatzprogramm, dass Klimawandel ein natürliches Phänomen ist, seit hunderten Millionen von Jahren und dass wir uns an diesen anpassen sollten. Und wir haben in unserem ersten Antrag die Klimaschutzinitiative Zwischenziele 2030 aufzugeben, hatten wir schon einen sogenannten Klimawandelfolgenanpassungsfonds gefordert. Das ist ein sehr sperriges Wort, aber da geht es einfach darum, dass wir sagen, okay, wir können aus unserer Sicht das Klima nicht schützen, aber wir können uns an diesen Klimawandel anpassen und da spielt der Wald natürlich auch eine sehr große Rolle. Das könnte man natürlich sagen, so schnell wie in den vergangenen 100 Jahren hat sich die Temperatur auf der Erde noch nie erwärmt, noch nie an so vielen Orten gleichzeitig, also einmal im Grunde rund um den Globus. Und das ist schon ein kleiner Unterschied zu den Klimaveränderungen, die es in früheren Jahrtausenden oder Jahrmillionen durchaus gegeben hat. Kleine Unterschiede sind da schon. Aber wir können an dieser Stelle das nicht ganz zu Ende diskutieren. Danke, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind. Danke, Dirk Wiese, danke auch Carsten Hilse. Sie treten, glaube ich, an heute auch als Bundestagsvizepräsident in die Mittagszeit, ne? Habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob heute schon eine Wahl angesetzt ist. Ich glaube, das geht laut Geschäftsordnung gar nicht. Ich glaube, das muss man 3 Wochen vorher ansetzen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, ich bin Herr Gewehr. Ich bin der nächste Kandidat, oder? Ich bin der nächste Kandidat, aber ich kann mir vorstellen, dass ich nicht so gute Chancen habe, weil ich schon angekündigt hatte, dass ich die Geschäftsordnung knallhart durchsetzen würde, wenn ich gewählt würde. Weil gerade die Altparteien haben sich in so einer Bequemlichkeitsblase zurechtgemacht. Und es geht hier vor allen Dingen darum, um die Beschlussfähigkeit des Bundestages. Ja.
Bewerbungsrede würde ich jetzt auch mehr anders vorstellen, irgendwie, wenn man gewählt werden will. Herr Hilse, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind bei Dirk Wiese. Habe ich schon mir gedacht, Sie dürfen jetzt auch reingehen.